Shalom zusammen. Der Vatikan ist nicht nur ein Ort vieler Götzen, sondern auch ein Ort voller Geheimnisse. Im Vatikanischen Apostolischen Archiv befinden sich einige antike Schätze, sowohl Dokumente wie zum Beispiel Briefe von Michelangelo, als auch verschiedene Artefakte, die teilweise 1000 Jahre alt sind. Dieses Geheimarchiv des Vatikan soll abgesehen von Millionen Dokumenten auch einen sogenannten Chronovisor beherbergen, eine Maschine, die als Fenster zur Vergangenheit bezeichnet wird. In der Mitte des 20. Jahrhunderts soll man unter strenger Geheimhaltung an einem Gerät gearbeitet haben, das historische Momente aus der Vergangenheit auf eine Art Monitor sichtbar macht. In der Sonntagsausgabe der italienischen Zeitung Corriere della Sera vom 7. Mai 1972 lautete die Überschrift: Endlich wurde eine Maschine erfunden, die die Vergangenheit fotografiert. Der Erfinder dieses Chronovisor soll der Benediktinerpater Pellegrino Ernetti gewesen sein, auf den sich auch der Priester François Brunet beruft, der im Jahr 2002 das Buch Das Geheimnis des Pater Ernetti, die Zeitmaschine im Vatikan veröffentlichte. Im Jahr 1964 lernte François Brunet in Venedig Pellegrino Ernetti persönlich kennen, der ihm über den Chronovisor berichtet hat, an dem angeblich 12 Wissenschaftler beteiligt waren, darunter unter anderem Werner von Braun und Nobelpreisträger Enrico Fermi. Laut Ernetti habe er mit der Hilfe des Chronovisor einen Blick in die Vergangenheit werfen können, und zwar buchstäblich. So soll Ernetti nicht nur Moses, sondern auch die Kreuzigung von Jesus gesehen haben. Man ging nämlich davon aus, dass alles im Universum Energie ist, nichts verloren geht und man sozusagen die elektronischen Signale der Vergangenheit einfangen und wiedergeben kann. Also ähnlich wie man Filme früher auf Videokassetten gespeichert hat, die man sich später nochmal anschauen konnte, so wie man auch mit der Kamera die Gegenwart für die Zukunft festhalten kann. Doch wie sieht die Gegenwart aus? Nun, auf Disney Plus und anderen Streaming-Plattformen kann man sich die Serie Devs anschauen, die im Jahr 2020 veröffentlicht wurde und in der es ebenfalls um den Chronovisor geht, der sich in einem Hightech-Konzern namens Amaya befindet. In der Hauptrolle steht ein Mann namens Forrest, der Chef dieses Konzerns, der über den Tod seiner Tochter Amaya nicht hinwegkommt und sich mithilfe des Chronovisor immer wieder die vergangenen Momente mit seiner Tochter anschaut. Für diese Maschine ist die Devs-Abteilung zuständig, doch später stellt sich heraus, dass Devs in Wahrheit für Deus steht, was lateinisch ist und Gott bedeutet. Auch die Mitarbeiter dieser Gottmaschine haben die Kreuzigung von Jesus an eine Leinwand projizieren können und sogar die Stimme von Jesus auf Tonband aufgenommen, da laut einigen Wissenschaftlern auch Töne nur elektronische Signale sind, die man einfangen und wiedergeben kann. In Folge 6 sagte ein Mitarbeiter: Wir haben Jesus am Kreuz gesehen. Doch in dieser Serie geht man noch einen Schritt weiter, denn Forrest, der Chef des Konzerns, verfolgt das Ziel, in diese Vergangenheit einzutreten, in der seine Tochter noch lebt, was ihm am Ende auch gelingt. Deswegen sagt eine andere Hauptdarstellerin namens Lily in Folge 7 schließlich zu Forrest: Sie denken, sie sind der Messias. Und in der Tat ist Forrest in dieser Serie eine Art Antichrist, der sich mithilfe der Technik zu einer Art Gott machen will. Außerdem heißt es über die Serie: Devs, eine zentrale Rolle in der Serie, nimmt eine technische Anlage ein, die einem laplacischen Dämon entspricht. Doch kommen wir zurück zum Chronovisor des Vatikan, denn François Brunet hat auch Fotos veröffentlicht, die unter anderem Jesus zeigen sollen. Dieses Bild soll Jesus und die Apostel zeigen, doch in Wahrheit ist es nur eine Schwarz-Weiß-Kopie eines Gemäldes. Hier sollen zwei Apostel zu sehen sein, aber auch dies ist nur die Kopie eines Bildes. Hier soll angeblich der echte Jesus zu sehen sein, doch in Wahrheit ist es nur die Kopie einer Statue. Es wird Zeit, sich einmal François Brunet genauer anzuschauen, denn in einem Artikel vom 9. März 2021 wurde Folgendes berichtet. Brunet veröffentlichte zahlreiche theologische Schriften und interessierte sich für paranormale Phänomene, besonders Nahtoderfahrungen und den Kontakt mit Verstorbenen. Ein 1988 von ihm veröffentlichtes Buch trägt den Titel »Die Toten sprechen zu uns«. 1998 folgte das Buch »Das Jenseits hören«.
Doch da die Verstorbenen laut Bibel tot sind und nicht mit uns kommunizieren können, dürfen wir laut Bibel auch nicht den Kontakt zu toten Menschen suchen, weil wir sonst die Strafe Gottes finden werden. In einem anderen Artikel vom 9. März heißt es außerdem: 1974 veröffentlichte die Zeitschrift Arcani, die Zeitschrift der okkulten und geheimnisvollen Welt, einen Artikel über die Forschungen zur Neutrinophysik von Don Luigi Borello, einem anderen Priester und Physiker. Auch sie haben mit dem Hör- und Sichtbarmachen der Vergangenheit zu tun. Ich persönlich hoffe, dass es niemals eine Art Chronovisor geben wird, weil dies in den falschen Händen sehr viel Schaden anrichten könnte und weil die Kontaktaufnahme zu Toten einer dämonischen Beschwörung gleichkommt. Darum heißt es im 5. Buch Mose Kapitel 18 ab Vers 10, in Prediger 9 Vers 5 und in Jesaja 8 Vers 19: Es soll niemand unter dir gefunden werden, der sich an die Toten wendet. Denn wer so etwas tut, ist dem Herrn ein Greuel. Denn die Lebendigen wissen, dass sie sterben müssen, aber die Toten wissen gar nichts. Wenn sie euch aber sagen werden, befragt die Totenbeschwörer und Wahrsager, die flüstern und murmeln, so antwortet ihnen: Soll nicht ein Volk seinen Gott befragen oder soll man die Toten für die Lebendigen befragen? Wir Christen brauchen keine Maschine, um Jesus zu sehen, weil Jesus bald wiederkommen wird und dann werden ihn alle sehen, ob sie wollen oder nicht, ob sie glauben oder nicht. In Offenbarung 1, Vers 7 und in Kapitel 22, ab Vers 20 steht geschrieben: Siehe, er kommt mit den Wolken und jedes Auge wird ihn sehen, auch die, welche ihn durchstochen haben. Und es werden sich seinetwegen an die Brust schlagen alle Geschlechter der Erde. Ja, Amen. Er spricht, der dies bezeugt: Ja, komme bald. Amen. Ja, komm, Herr Jesus. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen. Amen. In diesem Sinne, lasst gerne ein Like da, teilt das Video, abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht getan habt, und zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Bibel und fragen Sie Gott um Erkenntnis und nicht die Toten, denn die Wahrheit kommt bald ans Tageslicht. Der König der Könige, der Herr der Herren, das Alpha und Omega, der Sohn Gottes, der Richter der Welt, Jesus Christus. Amen und Gott segne euch.